Hallo und herzlich willkommen, ihr Kartoffeln, zu einer weiteren Runde League of Legends Shorts. Heute spielen wir Anivia, mein erstes Mal mit ihr. Also wirklich mein allererstes Mal, ich habe es dann gekauft und jetzt das erste Spiel mit ihr. Ja, das kann vieles bedeuten. Entweder gut oder schlecht. Mal schauen. Und jetzt geht schon die Party ab. Boom, boom, boom. Oh. Boom. Da, 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 da. Alter, die Moves. Die sind so richtig Hammer. Oh yeah. Sexy Ass wackeln und wieder klatschen. Boom, 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 boom. Da kommen schon die ersten Vassal. Oh, das heißt Ende mit dem Tanzen. Schade. Oh, und das spult schon direkt vor. Toll. Ja, wir spielen gegen Syndra auf der Midlane. Das bedeutet Syndra. Syndra ist stark. Und wir kriegen schon den ersten Schaden, aber Syndra hat natürlich auch Schaden. Oh, es wird langsamer. Wir werden gestunt und haben fast kein Leben. Oh, wow, wow, wow. Aber unsere Passive ist, dass wir alle 5 Minuten in so ein Ei kommen und nach ein paar Sekunden wieder zu Leben erwachen. Und das hat uns hier gerettet. Und ihr schreibt jetzt auch for sure, also so. Alter, nein, wieso so ungefähr. Heißt es halt so frei übersetzt so. Wie? Kann es auch übernehmen. Wie hast du es genau geschafft? Dann sieht man, Trundle im Jungle kommt. Ich mache wieder langsamer und ich probiere es jetzt zu verlangsamen, aber Trundle macht genau das gleiche. Und ich verfehle meine Q, denn meine Q verlangsamt, wenn es in der Laufbahn trifft. Und am Ende, oder wenn ich nochmal Q drücke, aber das wusste ich zurzeit nicht, oh, da ist die Sinn, dann macht es noch für eine Sekunde unbeweglich den Gegner. Also, ja, und ist stark. Meine E macht Schaden und wenn irgendein Gegner durch meine Q getroffen wurde, dann mache ich doppelten Schaden und wir werden wieder gestunt. Oh, 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 und ich habe natürlich überlebt, denn ich bin ein geiler Vogel. Und meine E macht doppelten Schaden, wenn ein Gegner davor von meiner Q getroffen wird. So, dann gehen wir direkt mal weiter, wieder rein. Und meine W, das ist eigentlich nicht die wichtigste, die macht eine Wand, wo man nicht durchlaufen kann. Egal welches Team. Also, das sieht man auch später öfters. So kann man jemand abschotten. Und hier Stun. Ich probiere sie noch mit meinem E zu kriegen, aber sie stunt mich und ich komme weg. Da hat man meine W gesehen, meine Wand. Ja. Ich habe mal wieder überlebt. Und ich wusste übrigens am Anfang, oh, die stunt mich. Und jetzt kommt die Ulti und yeah, ich bin tot. Egal, das ist es noch lang nichts verloren. Weiter geht's einfach wieder zurück in die Mittellinie. Schauen wir mal auf der Botlane. Ja, da ist Ezreal. Und das Tolle ist, jeder einzelne Gegner hat einen Skin. Ach ja, meine Ulti sieht man auch öfters. Das macht. Ich probiere es erstmal abzutrennen, damit sie mir keinen Schaden mehr macht. Und es hat funktioniert. Denn dadurch hat sie ihren Stun vermisst. Also das beweglos Teil machen. Meine Ulti macht so ein Feld, wo die Gegner pro Sekunde Schaden kriegen und ich krieg dafür muss 40 Mana pro Sekunde sein. Und ich habe die Syndra nicht gesehen und jetzt dann Ulti und ich bin in einem Ei. Aber die Sinn kommt und Trundle, aber ich kann nichts machen, denn ich bin ein Ei.
Naja, dann ist sein Trundle tot. So, schwumm mal wieder vor. Bla 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 bla. Ja, ich lese da gerade mit der Ulti durch. So, also, von der letzten Folge, da sieht man übrigens meine Ulti. Die kann ich übrigens alle 6 Sekunden wieder einsetzen. Die kostet halt so viel Mana. Erstmal 60, um es hinzubekommen. Und dann, oh, es wird wieder langsam. Und dann wieder 40 pro Sekunde. Hier mache ich meine Wand und sie blockt ein bisschen ab. Aber meine Ulti verlangsamt auch immer. Deswegen ist sie nicht mehr hinterhergekommen. Aber mein Fehler ist, ich bleibe noch hier an der am Teil. Am Turm und ich sehe, Trundle ist da. Ich probiere es jetzt zu stunnen. Tu es, als würde ich weggehen. Sehe nicht, dass Trundle weggeht. Und jetzt flasht sie sich, stunt mich und ich bin tot. Und Trundle kann mir nicht mal helfen. Der ist da oben. Ja, schade. So, hier sieht man, hat man kurz gesehen, alle Gegner haben ein Skin. Und ich spiele es erstmal. Also habe ich schon indirekt verloren. Dachte ich. Wer weiß, wie sich das Blatt wenden wird. Ihr seht schon, man kann die Ulti relativ oft verwenden. Denn man. Also, ich. Beim ersten Mal, ich habe mir nicht mal wirklich gescheite Guides angeschaut. Also, wo man schauen kann, aha, so sollte man den spielen. Ich habe einfach so, ja, hier, ich spiele mal so auf gut Glück, auf Spaß. Und deswegen habe ich mir ein paar einfache Items gekauft. Einfach so. Hey, was machen die? Keine Ahnung. Egal. Dann geht's mal schön weiter. Blub, blub, und wir sehen, es wird wieder langsamer, denn irgendwas passiert. Oh. Und ich hasse ihren Stun. Dann kommt die Ulti und ich bin in mein Ei. In mein Ei habe ich übrigens weniger Rüstung. Das ist auch ein Problem. Und ich konnte nichts machen. Es war schlecht von mir. Naja, weiter geht's. So. Oh. Okay, Syndra geht wahrscheinlich top, habe ich auch gezeigt. Und Jax kämpft gegen Pantheon. Aber Syndra muss nur auf die Top-Lane gehen. Also irgendwoher wusste man es schon. Ich habe sogar extra gesagt. Dann kommt hier Lee Sin. Ich probiere ihn abzuschotten, aber funktioniert nicht. Dann mache ich meine Ulti. Und wenn er seine Ulti macht, dann haut er mich ja weg. Wenn ich dann gegen eine Wand schlage, verliere ich nochmal Schaden. Und meine Wand, die ich selber gemacht habe, hat mich dann getötet. Das fand ich voll böse. Aber auch Ironie. Simulieren einen Gank, der nichts bringt. Und ich bin wieder da. Hi. So. Mann. Dieses Spiel war irgendwie nicht ganz so spannend. Syndra ist auf der Botlane. Sieht man unten auf der Minimap. Und ich. Ja, ich probiere den Turm zu machen. Pantheon war da auch, aber einfach den Turm machen. Dann, ich sehe Lee Sin kommen. Ich probiere den Turm zu schaffen. Hab's auch geschafft, aber meine Wand gefällt. Und ich bin tot. Aber die Wand hätte auch nichts gebracht, keine Angst. Ja, dann muss ich wieder im Shop rumsuchen. Was sollte ich mir eigentlich kaufen? Ich habe nämlich keine Ahnung. Deswegen habe ich mir am Anfang Träne der Göttin und so einen Zauberstab gekauft. Damit ich etwas mehr Schaden mache. Yeah. Mann, das klang gerade etwas hässlich. So, der Turm ist weg, aber Syndra ist wieder da. Dann probiere ich wieder etwas Schaden zu machen. So, hey, stun mich bitte nicht. So in der Art. Genau das habe ich mir gedacht. Dann sie, sagt es, Trundle kommt. Okay, ich gehe rein. Sie stand mich, mache ihre Ulti und ja, sieht man ja, was passiert. Dann, aber ich bin noch nicht durch wegen meiner Passiv. Tot. Ich kann aber meine Q noch nicht landen, aber ich probiere es einfach und mach nicht genug Schaden. Dann fail ich sogar meine Wand. Und ich sehe, Pantheon kommt. Also kehr ich lieber um. So. Warum? Ich will halt nicht sterben.
Ja, das ist ein guter Grund, oder? Oder? Ja, wieso sollte ich auch sterben, ey? Das ist doch dann langweilig. Langweilig. Oh, Esöl probiere ich zu ganken. Verfehl meinen Q. Und ich mache da eine Wand, damit er nicht durchkommt. Und er benutzt seine E. Sein kurzes Teleportieren-Teil da. Also entkommt der. Und was mir erst im Nachhinein gerade aufgefallen ist, ein Fehler vom Trundle. Ich habe noch keinen Blue Buff bekommen. So, dann probiere ich mal et mich etwas am Pantheon, aber ich sehe schon, der macht mehr Schaden. Vor allem mit Sucha. Keine Ahnung, wie der heißt da. Ich probiere immer mal wieder meine Q zu treffen und meine Ulti vielleicht reinmachen, aber es bringt nichts. Dann kommt Jax wieder. Er geht natürlich auf Pantheon, nee, will auf Pantheon und rennt durch, weil die eine da ist. Dann habe ich sie beide auf wenig Leben bekommen, probiere noch Syndra zu töten, so heißt sie. Und schaff's nicht, sie tötet mich, was von mir gefeedet wurde. Na ja. Egal, nix, keine andere Lane ist gut gelaufen, also. Tja. Das ist nicht nur meine Schuld, dass die jetzt so gefeedet ist. Nämlich, ja, die Gegner haben. Also, nicht die Gegner. Oh, da kommt sie wieder. Flasht sich, stunt mich. Schießt noch etwas auf mich drauf. Ich flash mich weg. Also, blitz mich weg. Das klingt so scheiße. Und ich entkomme. Dann, ui. Ich sehe, die läuft in Tower. Die wird etwas schwächer. Ich töte alle gegnerischen Vasallen. Ich sehe, dass sie nicht abhaut. Ich mache meine Ulti drauf. Sie stunt mich. Aber ich bin noch in Eiform. Und deswegen geht sie unter den Turm und tötet mich. Mach ihre Zionias, Stundenglas an und sie entkommt. Weil da mit dem Zionias Stundenglas, so wie es heißt, oder wie man es ausspricht, der. Wird man für 2 Sekunden unverwundbar. Das kann man im Kampf benutzen, um keinen Schaden zu bekommen und dafür halt. Oh, okay. Ich erzähle gleich weiter. Und Nami ist tot. Aber ich habe nichts. Ich habe einen Killnap bekommen. Schade. Ja. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach, egal, ich werde jetzt von Lee Sin verfolgt. Und ich probiere mit meiner Q abzuschotten, was sehr gut funktioniert hat. Meine W, also der Wand. Und sie, die da oben probieren, einen Teamfight zu machen. Deswegen mache ich meine Ulti auf Ezreal. Mach dem etwas Schaden. Aber töte den natürlich nicht, denn ich bin geil. Und sie wollen aufgeben. Ich drücke auf Nein. Ja, das soll es damit gewesen sein, denke ich. Aber alle anderen drücken ja, also heißt es Ende. Puh. Und dann würde ich mich verabschieden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.